Heute heisst es für einen Schwinger aus dem Haslital Nase zu und abtauchen. 5, 6, 7, 8. Simon Andereck aus der Generation 85-86. Auch er wird ein Jahr älter, sicher kein Vorteil. Er muss einfach immer noch die Leidenschaft behalten für den Sport, sich seriös vorbereiten, dann kann er absolut noch mitmischen und seine Form sogar noch steigern. Michelle Niedecker und Melanie Nippel haben zweimal die Jugendschweizermeisterschaften gewonnen, 2011 und 2014. Und sie waren zusammen auch an der Junioren-Weltmeisterschaft. Ja, Simon, hast du so ein Abzeichen gemacht früher mal? Krebschen, Seepferdchen, Eisbär, Fröschli, was es da alles gibt, schwimmkursmässig? Schwimmkurs, ja, aber ich weiss, wahrscheinlich habe ich es nicht bekommen. Also nein, ich bin sicher ein sehr schlechter Schwimmer, aber ich bin gespannt, ja, wie das uns kommt. Heute eben schwimmen und nicht schwingen. Du hast mit zwei Frauen zu vergnügen, weil es geht ja um Synchronschwimmen. Melanie Nippel und Michelle Niedecker waren jahrelang ein eingespieltes Team. Sie haben dann vor ein paar Jahren aufgehört. Es ist ja sehr zeitaufwendig, das Synchronschwimmen. Jetzt haben wir heute nicht so lange Zeit, aber wir sind trotzdem gespannt, was Simon da für ein Element oder für eine Figur darf lernen. Ja, wir werden gleich anfangen mit dieser Schraube. Das heisst, dass man die Beine, die Füße gegen auf und der Kopf gegen runter. Und man macht dann Drehungen um die eigene Körperachse. Und dann kann man eine Drehung, zwei, drei, vier bis eigentlich fast 10 Drehungen machen. Und das Ziel wäre, dass das synchron. Genau. Ja. Das ist easy, oder? Kein Problem. Ich denke es, ja. Ja. Du machst ja manchmal vielleicht auch Schrauben im Sack. Ja, sicher. Dort bin ich sehr starke Schrauben, aber im Schwimmen, ja, weiss ich. Also, wir würden eigentlich anfangen mit so ein bisschen Gelenk aufwärmen. Und wir starten eigentlich immer mit den äußersten Gelenken, also mit den Handgelenken. Einfach damit wir dann so die Flexibilität quasi aufgewärmt haben von den Handgelenken. Ja, und dann kommen noch die Füße dazu. Das sind bei uns sehr wichtig. Also, ja, Ausgelenk, so. Ausgelenk, ja. Weil wir haben immer gestreckte Füße und da ist das muss auch ein bisschen aufgewärmt sein, genau. Ja. Mhm. Ja, und dann wichtig, Knie und Hüftgelenk vor allem bei uns. Und ja, dann. Also nicht so anders wie beim Schwingen selber in diesem Moment. Eigentlich nicht. Darum haben wir auch gedacht, es ist auch für dich nicht ganz so fremd, aber wir sind meistens so ein bisschen Knie gelesen. Und es ist dann auch die Hauptübung, die wir eigentlich in Masse machen. Also wir sollten auch schon mega beweglich sein. Ja, das ist schon eigentlich ein Voraussetzung. Bist du das, Simon? So Spagat und so? Also ich denke mal, unter den Schwingern bin ich einer der Beweglicheren. Wirklich? Das ist schon mal schon, ja. Also, ich bin jetzt ein bisschen gerostet in dieser Zeit gerade, aber nein, also von dem her, also nicht wahrscheinlich. Die meisten Leute sind wahrscheinlich schon beweglicher, oder? Das ist nicht der Simon, er muss noch warten für ins Wasser. Es gibt noch die letzten Instruktionen. Nein, das Ziel ist, dass man die Beine möglichst fest biegen. Und man sollte eigentlich die Position im Wasser möglichst klein behalten. Dass du möglichst nach an der Wasseroberfläche bist. Die Profis machen sich den Weg gekonnt und zackig werden die Haare versteckt. Der Simon bekommt kein Käppi, dafür einen guten Sonnenschutz. Er war heute noch nicht manchmal in der Body und Bauch und Brust sollen schliesslich nicht rot werden. Gut, macht seine Gumpen mit Zahlen, wie wir so ein Gehör machen. Das heisst, wir machen 5, 6, 7 gehen wir in die Knie, fast wie beim Skispringen. Und auf 1 springen wir abspringen und bringen die Arme gegen vorne. Ist gut? 5, 6, 7, 8. Mit diesen Zonen geht es zackig ins Wasser. Jetzt kann er also nicht mehr hinter sich zurück. Und so sollte die Schraube dann aussehen. Aber da muss er noch eine Technik der Arme arbeiten. Wichtig eigentlich, dass du diesen Arm oben am Kopf hast und den sofort dran. Also! Das Scheiben runterkommen ist nicht einfach, aber immerhin die Zehenspitzen schauen ein bisschen raus. Und nochmal von vorne. Die Arme machen noch nicht ganz, was sie sollten. Darum braucht es noch mal eine Trockenübung. Das, was du vorhin gemacht hast, ist eine natürliche Aufwärtsbewegung.
Aber wir haben wirklich einfach nur rein gegen raus. Genau. Ist es anstrengend? Also, es ist schon fast wie im Schwingen. 6 Minuten Gang ist jetzt kurz um. Ja. Also, aufgewandt halt sehr. Und halt nicht mein Element. Und es ist halt schon technikmässig so. Ich muss auch schon noch recht. Es ist einfach das Gewurms halt. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass Meiringen würde Kopf stehen, wenn der Simon André genommen würde Sportart wechseln. Wie realistisch das ist, das zählt nach unserem Wettbewerb. Gewinnen einen Gutschein für 2 Personen für einen volkstümlichen Bauernzmorgen, der jeweils am 1. Sonntag im Monat stattfindet. Natürlich im schönen Emmental im Schweizer Volksmusikzentrum Lug. Schreibt ein Mail mit euren Koordinaten an wettbewerb@telebern.ch. So, hat der Simu echt noch Energie? Es ist Zeit für die Kür und jetzt spätestens sollten die Beine also synchron sein. Dunge gsi und dreit, Challenge erfüllt. Hat er Chancen, wenn er jetzt noch in seinem Alter weg anfängt mit dem Grundschwimmen? Also, quer ist scheinbar, ja. Ist immer gut. Vielleicht nicht besser zu spitzen, aber ja, je nachdem. Also, er hat es gut gemacht. Also, ja. Wäre so eine Wassersportart noch etwas für dich? Es ist schon sehr speziell. Und als, ja, als Schwinger ist man sicher eher oben im Wasser. Und ja, es war sicher interessant gewesen. Speziell auch mit dem ganzen Luft unter Wasser und alles, ist man recht in die Schnüfe gekommen. Aber doch, es war interessant. Ja. Noch etwas ganz anderes, Simon. Du bist 34, du hast 4 eidgenössische Grenzen. Es war Corona. Hast du dir da irgendwie zukunftsmässig Gedanken gemacht, wie das bei dir beim Schwingen weitergeht? Nein, eigentlich nicht gross. Für mich war klar, eigentlich, solange ich vorne mithalten kann, was ich sicher will, ja, machen sicher noch Saison mehr und dann schauen wir dann wieder. Und jetzt ist halt Corona gekommen, jetzt machen wir sicher nächste Saison noch. Wenn ich mithalten kann, sicher vorne. Und nein, also solange es dass mir Freude macht und der Körper das zulässt, wieso nicht. Ja. Ist ein Rücktritt mit Thema? Nein, ja, also der Rücktritt wird eigentlich nur von den Medienschaffenden angesprochen. Von mir, meinem Umfeld eigentlich gar nicht und auch von den Schwingerkollegen eher nicht. Sie sind glaube ich noch ein bisschen froh, wenn ich dabei bin. Ja, das ist schön, wenn du weitermachst und wir machen in einer Woche weiter mit einer neuen Herausforderung. Welcher Schwinger der auf welche Sportart trifft, das seht ihr natürlich, wenn ihr wieder einschaltet. Und es gibt noch mehr von dem. Hier geht es direkt zur nächsten Sendung. Da gibt es alle Ausgaben von Weiberhaken. Und bitte noch unseren YouTube-Kanal von Telebern abonnieren und natürlich nicht vergessen, uns auf Instagram und auf Facebook zu folgen.